Die häufigste Todesursache bei Thalassämie-Patienten ist die Eisenüberladung des Herzens und dann daraus folgendes Herzversagen. Der Aufklärungsstand darüber, dass es solche Erkrankungen gibt und welche Risiken da verbunden sind, ist nach wie vor niedrig. Die Versorgung muss einfach besser werden. Ich bin der Costa, bin 47 Jahre alt und seit meinem zweiten Lebensjahr an Thalassämie major erkrankt. Ich bin 43 Jahre alt und ich habe Beta-Thalassämie major. Die ersten Symptome traten auf, da war ich 6 Monate alt. Und da die Thalassämie in Deutschland überhaupt nicht bekannt war, hat es dann sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich die passende Diagnose bekommen habe. Diese Krankheiten waren für viele Jahre oder bis vor einigen Jahren praktisch kaum auf dem Schirm. Weder für das Gesundheitswesen, noch für betreuende Ärzte, noch für die Bevölkerungsgruppen mit einem Risiko dafür. Hier in Mitteleuropa sind diese Erkrankungen erst durch Migration sozusagen heimisch geworden. Es war ziemlich schwer für meine Eltern, die waren noch nicht so lange in Deutschland. Mit nicht sehr guten Deutschkenntnissen in einem Land, das kaum Erfahrung hat. Dann begann eben eine kleine Odyssee mit Untersuchungen und Klinikaufenthalt, und bis man eben genau festgestellt hat, worum es sich da handelt. Ich glaube, dass man heute die Diagnose wesentlich schneller stellt als noch vor 20, 25 Jahren. Thalassämie major-Patienten, die Kinder sind, sind in der Regel gut versorgt. Das große Problem ist, wenn die Patienten 18 werden und in den Kinderkliniken nicht mehr gesehen werden können, dann bricht die gute Versorgung ab, weil sie dann häufig in irgendeine Praxis gehen, der niedergelassene Hämatologe, weil er eben erwachsener Hämatologe ist, eigentlich keine Thalassämie-Patienten vorher betreut hat und sich mit dieser ganzen Erkrankung nicht auskennt. Häufig geht dann ein Kampf los mit, ich brauche meine Transfusion aber schon früher als ein HB-Wert unter 7. Onkologische Patienten werden nämlich anders transfundiert als Thalassämie-Patienten. Wenige Kliniken haben jemanden, der sich schwerpunktmäßig mit solchen Erkrankungen beschäftigt und der dann noch dazu die Patienten zumindest regelmäßig für solche Gespräche sieht. Außerhalb von Spezialzentren ist das Wissen eigentlich gering und die Behandlungsmöglichkeiten auch. Es fehlt an vielen Stellen, Möglichkeit, Untersuchungen entsprechend dem aktuellen, ja eigentlich Standard durchzuführen. Es mangelt uns nicht an Wissen. Wir haben nationale Leitlinien. Der Informationsfluss ist vielleicht nicht optimal. Eines der Hauptprobleme ist, dass wir in Deutschland eben relativ wenig Patienten haben mit dieser schweren Erkrankung und dass die übers ganze Land verstreut sind. Und deswegen ist auch der Zugang zu Erfahrung anderer, Zugang zu Informationen limitiert. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass eins der Hauptprobleme, warum wir auch heute noch Schwierigkeiten haben in der ausreichenden Behandlung, zum Beispiel zur Entfernung der Eisen, des überschüssigen Eisens aus dem Körper, ist daran begründet, dass Patienten ihre Therapie nicht ausreichend gut durchführen. Je mehr die Patienten über ihre Erkrankung wissen und eigentlich auch wissen, warum sie diese Medikamente nehmen müssen, umso besser läuft es. Sie müssen sich das so vorstellen, sie müssen jeden Tag ein Medikament nehmen, von dem sie ja gar keine Besserung merken. Denn das ist ja etwas, das verhindert, dass es zu einer Eisenüberladung kommt. Wenn man nicht versteht, warum man was hat und warum man Medikamente nehmen muss, dann nimmt man sie auch nicht. Alleine der Zwang, regelmäßig was zu nehmen, der gerade die Jugendlichen aufbringt und gerade in dieser Phase der Pubertät und der Revolte gegen alles dann auch
Revolte gegen Therapie. Als Teenager vergleicht man sich ja eh und dann sieht man eben, andere sind schon weiter auch in der körperlichen Entwicklung oder haben vielleicht irgendwo nicht so ein schweres Leben. Ich wollte eben mich nicht auf eine Therapie oder intensive Therapie konzentrieren. Also manchmal möchte man einfach etwas verdrängen oder redet sich das selbst schön. Und die Eisenüberladung war dann irgendwann mal so weit fortgeschritten, dass mehrere Organe schon geschädigt waren, also vor allem das Herz. Das war dann aber auch gleichzeitig der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich eben dann auch ganz deutlich kapiert habe, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Dass es Erkrankungen gibt, die sehr schwer sind, die man aber nicht sieht. Das verstehen manche Menschen einfach nicht. Auch wenn man es erklärt hat, aber so andere pubertierende Jugendliche, die verstehen es halt nicht. Und auch bei den Lehrern war das Verständnis eher gering, um das mal milde auszudrücken. Was auch manch einer nicht verstehen konnte, dass ich meine Transfusion immer auf den Freitag verlegt habe, weil das ein halber Tag war, um eben nur einen halben Tag zu verpassen. Und das wurde dann auch oft missinterpretiert als, der macht sich jetzt ein verlängertes Wochenende. Das geht mit Berufstätigkeit, aber die müssen auch einen Arbeitgeber finden, wiederum mit dem sie das gut hinkriegen, ihre regelmäßigen Transfusionen sich abzuholen. Als ich dann auf der Suche nach einer festen Anstellung war und irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten sollte, natürlich wieder das Thema aufkam, wie organisiere ich das mit den Transfusionen, wie sage ich es meinem Arbeitgeber. Und da gab es natürlich auch schlechte Erfahrungen. Und ich habe es auch immer von vornherein in meinen Bewerbungsgesprächen klargestellt, was mit mir los ist. Habe ich nur Absagen, Absagen, Absagen. Und dann habe ich es halt irgendwann gar nicht mehr gesagt und habe dann Teilzeit gearbeitet und so hat es keiner gemerkt, was ich dann sonst so mache. Viele Frauen mit Thalassämie wissen gar nicht, dass sie überhaupt Kinder bekommen könnten und haben halt auch außerhalb der Spezialzentren keine wirkliche Anlaufstelle mit Ärzten mit gutem Wissen, die sie beraten und ihnen helfen können und durch die Schwangerschaft führen. Man hat mir eigentlich als Jugendliche immer gesagt, dass das unmöglich ist, dass Frauen mit einer schweren Thalassämie Kinder bekommen können. Ja, und dann ist das einfach so passiert. Für Thalassämie-Major-Patientinnen hat sich die Familienplanung in den letzten Jahren sehr verändert. Viele Patientinnen bzw. die Eltern noch von den Patientinnen, dem wurde damals im Kindesalter gesagt, wir wissen gar nicht, ob ihr Kind erwachsen wird. Wahrscheinlich wird ihr Kind nie Kinder bekommen können. Heutzutage hat sich das wirklich so weit geändert, dass wir eigentlich den Patientinnen sagen, dass sie eine ganz normale Familienplanung machen können. Ich bin eigentlich den ersten Thalassämie-Patienten begegnet, da war ich 18 Jahre alt. Und bis dahin war ich ganz alleine und da hatte auch niemanden zum Austausch. Also jemand, der es wirklich versteht. Was heute auch viel leichter wäre, weil wir haben Internet, man kann sich informieren, man kann mit anderen in Kontakt treten, also Social Medias, man kann weltweit Kontakte haben zu anderen Betroffenen. Im Krankenhaus hat man natürlich ein paar Mitpatienten gesehen. Trotzdem dachte ich immer, ja, das gibt gar nicht so viele davon. Und irgendwann bin ich auf einen Thalassämie-Kongress gefahren im Ausland und da waren dann Tausende. Und das hat mir halt nochmal mehr Mut gegeben und mehr Selbstbewusstsein. Selbst aktiv sein, selbst so viel wie möglich beizutragen. Konsequent seine Therapie, wirklich ernst nehmen und konsequent durchziehen.
sich wirklich Informationen holen. Der Dialog mit dem Arzt ist sehr wichtig. Es ist eigentlich egal, wie schlimm eine Krise sein mag, die man gerade durchmacht. Solange ich das Gefühl habe, ich bin Herr der Lage oder ich leiste meinen Beitrag aktiv, ist es trotzdem vom Gefühl her erträglicher. Wir hoffen und erwarten uns, dass der ganz überwiegende Teil der Patienten eine weitestgehend normale Lebenserwartung hat. Und dann geht es darum, und dafür sind auch Informationen für Patienten und Ärzte wichtig, geht es darum, dieses Leben auch gut zu gestalten und die Patienten bei guter Gesundheit alt werden zu lassen. Zum Glück geht die Forschung voran und auch die Forschung für Thalassämie-Patienten geht voran und es wird im Moment viel unternommen. Wir haben neue Medikamente und neue Medikamente, die schon in den Startlöchern stehen. Und sogar die komplette Heilung ist nicht mehr Utopie. Also ich habe immer Hoffnung, zum Beispiel durch eine Gentherapie. Das ist ja jetzt im Moment ein ganz heißes Thema. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich werde irgendwann fahnenschwenkend untergehen, aber anders nicht.